halten, immer wieder auch was trinken und zu schauen, dass es einfach stimmt mit dem Wasserhaushalt des Körpers. Ich muss was holen. Drück fest und setz dich hin. Ach, ah, Rainer, holst du schon mal einen Isomatte Schlafsack? Hast du dich geschnitten? Oder? Weißt du, was jetzt? Ja. Da kommt es jetzt mal auf den Boden. Du musst mal ganz fest drauf hin. Dann blutet sich jetzt. So. Hast du mir mal das Verbandskäppchen auf? Kriegst du denn gut Luft? Ja. Ja? Ein Säckchen. Geht's da? Wir müssen da mal, drückst du mal wieder oben ab im Arm, ja, dass es nicht mehr blutet. Wir drücken jetzt ab. Ja? Es tut vielleicht ein bisschen weh, aber das wird dann spritzt es nicht mehr. So, jetzt. Jetzt ist gut. Gut. Schatz. Dann machen wir das jetzt drauf gleich. Machen wir den Druckverband. Ja? Ja. Mit dem Druckverband hört es dann auf. Drück mal in den Polster rein. Ja, jetzt wird's schon besser. Ja. So. Das ist gut an. Ja. Super. Magst du dich an Rainer anlehnen? Ja, ist gut so. Vielleicht besser. Hm? So, ne? Ja. Ist meine Hose auf die Blutung gestellt ist? Weil das sieht gut aus. Siehst du, es blutet schon nicht mehr. Ist jetzt gleich gut. Wir haben einen Knoten drauf. Und ganz ruhig atmen. Ne? Ja. Gleichmäßig ruhig atmen. Ganz ruhig atmen. So, am besten legen wir dich hin, ha? Dann geht es dir besser. Ich muss auch die Isomatte legen. So, ja. Ich Richtig. Und nicht auf den Arm. Genau, am besten so rum schon. Super. Ist der kalt oder so? Ja. Ist ein kalt. Kannst du noch hinlegen am besten. Achtung, ich leg dich jetzt mal runter. Ne? Gut so? Ja. Arm immer schön nach oben. So. Wunderbar. Immer schön Arm nach oben halten. Macht es besser wird? Ja. Ja? Ja. Alles gut. Darf ich dir mal einen Fuß messen? Schön regelmäßig. Bisschen schnell. Aber ganz normal. Ja. Bleib schön bei uns. Schön bei uns bleiben, gell? Ja. Ich leg dir mal noch die Beine hoch. Was machst du denn hier? Ja, ich wollte etwas schnitzen. Und die Rinde von dem Stück Holz abmachen. Ja. Und da bist du abgerutscht mit dem Messer. Ja. Ist schon mal sowas passiert, dass ich geschnitten habe? Noch gar nicht. Nein. Das erste Mal. Ja, etwas beim Kartoffelschälen. Ja, aber nicht so stark. Aber nicht so. Ja. Nee. Das ist schon ein Riesenschreck, gell? Und ja. Aber jetzt ist es schon besser. So wird es besser? Das soll die Beine ein bisschen höher? Ist gut. Ja, kann man ein bisschen erstmal so machen. Hm? Das kriegen wir schon hin. Ja. Ja, ja. Die Blutung ist gestillt. Und tut noch ein bisschen weh wahrscheinlich, aber das wird auch gut. Ja. Und immer schön ruhig weiteratmen. Das ist super. Ja, so ist super. Ganz ruhig atmen. Das ist perfekt. Super. Ganz toll. Okay. Gut. Dann vielen Dank. Oh, soll ich den erklärenden Satz gleich noch dazu sagen? Ja, du kannst gleich so stehen bleiben. Ja. Die Kiste ist vielleicht bitter. Oder schon die Kinder. Ja, okay. Ja, okay. Na, haben wir so wieder. Hier haben wir es jetzt mit einer weiteren Möglichkeit zu tun, wie der Körper viel Flüssigkeit verlieren kann. Helga hat sich mit dem Messer in den Arm geschnitzt und hat sich hier die Arterie verletzt. Eine der zwei kleinen Arterien, die hier an der Hand fließen.
Dies hier ist eine Möglichkeit, sich Arterien zu verletzen. Normalerweise sind Arterien bei uns sehr gut geschützt. Sie sind geschützt dadurch, dass sie zwischen Knochen und Muskulatur liegen. Es gibt ein paar Stellen am Körper, wo so wenig Muskulatur ist, dass es mir gelingen kann, meine Arterien zu verletzen. Das ist hier und das ist hier am Fuß, auf dem Fußrist. Dort sind eigentlich die Möglichkeiten, die am besten funktionieren. Oder manchmal geht es noch hier am Bein. Ansonsten muss ich schon sehr, sehr tief schneiden oder sehr, sehr tief reinkommen, um die Arterie verletzen zu können. Was passiert bei der arteriellen Blutung? Was wir kennen, sind alles normale Blutungen. Es fängt an zu bluten, das Blut fängt an zu gerinnen und die Blutung hört auf. Das sind alles Venen. Bei der Arterie kann ich richtig sehen, wie das Blut herauspulsiert. Ich sehe den Puls meines Patienten. In diesem Pulsschlag kommt immer neues Blut nach. Das heißt, ich muss die Blutung so schnell wie möglich stoppen, damit mein Patient nicht zu viel Blut verliert, weil hier gerinnt das Blut nicht, da immer aktiv Neues nachgepumpt wird. Was habe ich gemacht? Ich habe sie zuerst wieder gelagert, wieder hingelegt, beruhigt und mit ihr gesprochen, für Wärmeerhalt gesorgt und die optimale Lagerung gemacht, nämlich die Beine nach oben gelagert. Und die Ursache bekämpft. Was wir hier sehen, ist ein Druckverband. Das heißt, ich nehme eine sterile Wundauflage, suche mir ein Druckpolster, das nicht saugt und mache einen Druckverband. Dabei schaue ich, dass die Hand weiterhin gut durchblutet ist. Das kann ich an der Nagelbettprobe erkennen. Falls der Druckverband je zu fest sein sollte, nehme ich die Schere, schneide ein bisschen ein und schneide ein bisschen ein, dann lässt der Druck nach. So, magst du's? Somit kann ich es dosieren. Zuallererst, damit ich die Ruhe hatte, diesen Verband auch zu machen, diesen Druckverband, haben wir abgedrückt. Abdrücken bedeutet, dass ich am Oberarm die Arterie gegen den Knochen drücke. Das kann ich an meinem Arm ganz leicht machen. Nehmen wir den Arm von Rainer. Ich gehe zwischen Bizeps und Trizeps. Nehme drei Finger, weil mit einem finde ich es meistens nicht, und drücke die Arterie gegen den Knochen. Dadurch stoppe ich die Durchblutung des Armes für kurze Zeit und ich kann in Ruhe den Verband machen, ohne dass mir das Blut entgegenkommt.